Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute zerstören wir die Maske von XOXO auf einem Piratenschiff. Ihr habt richtig gehört, Freunde, wir befinden uns heute auf einem riesen Piratenschiff. Und da werden wir heute die Maske von XOXO zerstören. Oh mein Gott, die liegt da schon. Und das machen wir mit mega vielen coolen Tränken. Schaut mal hier, wir haben den Kermit-Trank, den Schatzkartentrank, den Piratentrank und den Krakentrank. Und wofür der Krakentrank da ist, erzähle ich euch nachher noch. Wir pranken nämlich damit Vogelmann. Oh mein Gott, das wird so witzig. Aber oh mein Gott, da hinten kommt er schon. Hallo Vogelmann. Hier wackelt es so. Oh mein Gott, ja, wir sind heute einfach auf einem riesen Piratenschiff. Wir erleben so krasse Abenteuer. Ja, mega krass. Oh mein Gott. Freunde, gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. 5000 Daumen. Ja, oh mein Gott, bei 5000 Likes klettern wir auf diesen riesen Turm hier oben drauf. Wow. Abonniert jetzt auch mal kostenlos diesen Kanal. Aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go. Okay, Freunde, Vogelmann ist jetzt gerade noch mal irgendwie aufs Klo gegangen, hat er gesagt. Also runter vom Piratenschiff. Und währenddessen bereiten wir diesen krassen Prank auf ihn vor. Wir haben ja diesen Piratentrank gekauft. Und den wollten wir gleich trinken, damit wir uns in Piraten verwandeln. So richtig wie auf dem Piratenschiff. Aber für ihn habe ich einen Extra-Trank geholt. Und das ist der Krakentrank. Mit diesem Trank wird sich Vogelmann einfach in eine Krake oder einen Oktopus verwandeln. Und eben nicht in einen coolen Pirat. Und Freunde, ich bin so gespannt, wie er dann reagieren wird. Wir müssen aber erstmal diesen Kraken aufkleben. Hier wegmachen, dass der Krakentrank ist. So, jetzt. Ich meine, Vogelmann darf auf keinen Fall wissen, dass er da gerade einen Krakentrank trinkt. Das wird er ja niemals freiwillig machen. Und die andere Farbe erklären wir ihm halt damit, dass er der Captain ist und das hier ist nur ein normaler Pirat. Und dann wird er ihn noch mehr wollen. Aber oh mein Gott, da hinten kommt er schon wieder. Doktor, bin fertig mit Pipi machen. Oh mein Gott, endlich bist du fertig und schau mal, was ich hier für dich hab. Ist das der krasse Trank? Ja, oh mein Gott, das ist der Piratentrank und hier unten steht auch schon meiner und oh mein Gott, die trinken wir jetzt zusammen. Aber warum ist meiner gelb und deiner schwarz? Ja, ich weiß, der hat eine andere Farbe, aber du bist auch der Piraten-Captain und ich bin einfach nur ein einfacher Pirat. Ich bin der krasse Kapitän. Ja, oh mein Gott, das ist doch mega krass. Okay, dann würde ich sagen, trinken wir die Tränke direkt, oder? Ja, lass uns direkt starten, Doktor. Ja, ich würde vielleicht anfangen mit meinem Piratentrank und du dann danach den Captain-Trank. Das wird so cool werden, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir trinken ihn in 3, 2, 1, let's go. Doktor, nicht so viel. Boah, ist der ekelhaft. Der schmeckt übel nach Fisch. Aber warum schmeckt denn Piratentrank nach Fisch? Oh mein Gott, ich bin ja wirklich ein mega krasser Pirat geworden. Der Trank ist ja wirklich mega cool. Wirklich mit so einem Riesenschwert, aber das ist irgendwie nur aufgeblasen. Naja, egal. Jetzt bist du dran und du wirst ja noch ein krasserer Pirat, Vogelmann. Ja, ich werde einfach der große Kapitän. Ja, oh mein Gott, dann trink ihn direkt mal. 3, 2, 1, let's go. Prost. Boah, du wirst mega der krasse Captain werden. Nee, reicht, Vogelmann. Wir wollen doch nicht, dass du zu so einem krassen Captain wirst. Warum schmeckt der nach Krake? Wie, der Trank schmeckt nach Krake? Das kann doch gar nicht sein. Wow! Was ist mit mir los? Ja, oh mein Gott, du hast dich in eine Krake verwandelt. Ich hab dich geprankt, Vogelmann. Das war nämlich gar kein Piraten-Captain-Zaubertrank, sondern ein Kraken-Zaubertrank. Oh mein Gott, deswegen hat er auch so nach Krake geschmeckt. Oh nein, Doktor, ich sehe so bescheuert aus. Einfach eine Krake. Ja, ich weiß, du siehst einfach 1:1 aus wie eine Krake und nicht wie ein starker Pirat. Ah, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an, die Maske von XOXO zu zerstören. Die liegt ja hier schon. Aber was liegt da denn für eine Karte bei ihr? Oh mein Gott, die ist irgendwie mega durchlöchert. Und die liegt direkt hier neben der Maske. Aber da steht ja gar nichts drauf. Weil für einen kurzen Moment habe ich gedacht, dass eine Schatzkarte oder sowas ist. Wartet mal. Wir haben doch heute auch unseren Schatzkartentrank dabei. Oh mein Gott, ja, hier. Und wenn man den über ein Blatt Papier kippt, dann wird das Ganze einfach zu einer Schatzkarte. Die zeigt einem dann einfach den nächstmöglichen Schatz an. Und Freunde, was ihr noch nicht wisst, wir sind gerade auf einer Insel. Und da ist das Piratenschiff auch gestrandet. Und hier muss dann ja auch irgendwo ein Schatz sein. Oder dann schütten wir ihn direkt mal drüber. Let's go. Stopp. Doktor. Hey, wieso nicht, Vogelmann? Er wirkt nur am höchsten Punkt. Am höchsten Punkt? Aber wo ist er denn hier auf der Insel? Da oben? Ich glaube mal ganz da oben auf dem Mast. Da, oh mein Gott, ja, da ist so ein Riesenmast. Wenn wir da oben sind, sind wir zu 100% am höchsten Punkt der Insel. Dann lass uns direkt mal rübergehen, oder? Trank. Ja, nimm du den Trank mit und ich nehme noch kurz die Schatzkarte mit. So. Und jetzt nichts wie nach oben. Oh mein Gott, hier geht's irgendwo hoch. Ja, oh mein Gott, hier irgendwie unten durch und jetzt hier diese Stufen hoch. Und dann kommen wir irgendwann am höchsten Punkt vom Mast an, okay? Let's go nach oben.
oben. Okay, Freunde, wir sind fast oben. Aber Vogelmann, kommst du jetzt auch mal nach? Ja, ja, Doktor, als Krake bin ich nicht so schnell. Ja, ich weiß, es geht mega schwer, aber wir haben es gar nicht mehr so weit. Wir müssen nur noch da oben hin und dann haben wir es geschafft. Okay, ich beeile mich mit Hochklettern. Okay, dann nichts wie hoch, Freunde. Okay, und wir sind oben, Freunde. Wir haben es geschafft. Vogelmann, kommst du auch? Ja, nimm mal den Trank. Oh mein Gott, ja, ich nehme dir den Trank ab. Jetzt komm schnell hoch. Und jetzt sind wir wirklich am höchsten Punkt der Insel. Wir können jetzt alles sehen. Oh mein Gott. Und wie ich sehe, bist du auch endlich oben angekommen, Vogelmann. Ja, es war so komisch, als Krake zu klettern. Alles ist mega glitschig. Ja, oh mein Gott, da hast du recht. Dann lass uns direkt diesen Trank über dieses Papier schütten. Und dann wird's hoffentlich zu einer Schatzkarte. Okay, halt du mal die Karte und ich schütte dann den Trank drüber, okay? Alles klar. Okay, perfekt. Und jetzt schütten wir den Schatzkartentrank über diese Karte. Es wackelt. Ja, oh mein Gott, es ist so wackelig hier oben. Aber okay, let's go. Bist du bereit? Na klar. Seid ihr auch bereit, Freunde? Okay, dann 3, 2, 1, let's go, drüber und go. Oh mein Gott, das ist wow, heiß. Die wird ja mega rot. Was ist Vogelmann? Ah, die Schatzkarte fliegt runter. Und jetzt ist sie im Wasser gelandet, Vogelmann. Was hast du gemacht? Der Trank war mega heiß über meine Hand. Hä, wie, die wurde heiß? Ja, ich habe ein bisschen was von dem Trank über deine Hand geschüttet. Och Mann, das hätte ich nicht machen dürfen. Aber ich wusste ja auch nicht, dass der Trank heiß ist. Ja, der hätte mich fast verbrannt, so heiß. Ja, okay, dann lass uns direkt runter ins Wasser und die Schatzkarte wiederholen. Vielleicht ist da jetzt ja wirklich eine drauf. Ich bin so gespannt. Let's go nach unten, Freunde. Okay, Freunde, wir sind wieder unten. Und jetzt gehen wir direkt mal schauen, ob die Schatzkarte noch da ist. Die müsste ja hier irgendwo ins Wasser reingefallen sein. Aber wo ist sie? Da hinten. Oh mein Gott. Ja, da hinten liegt sie. Aber jetzt muss sie ja irgendeiner holen, oder? Und ich glaube, da war sogar was drauf. Lass mich nochmal nachschauen. Siehst du was? Ja, oh mein Gott. Irgendwie steht auf dieser Karte jetzt was drauf. Das heißt, hier muss irgendwo ein Schatz versteckt sein. Jetzt muss ihn irgendwer holen. Und ich würde sagen, Vogelmann, du springst ins Wasser. Ich meine, du bist ja jetzt eh der Oktopus von uns beiden. Du kannst besser schwimmen. Nein, das ist mega gemein. Das ist überhaupt nicht gemein, Vogelmann. Wow, was machst du? Wow, Vogelmann, was hast du denn gemacht? Jetzt hast du mich hier einfach ins Wasser geschuckt. Das ist ja mega unfair, aber okay, ich hole jetzt direkt die Schatzkarte. Komm mit. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal, hier liegt die Karte. Wow. Und da ist ja wirklich irgendwas drauf. Irgendeine Schatzkarte und die führt hier über die Insel. Aber warum steht hier die XO-XO-Insel? Ist ja mega komisch. Vogelmann. Vogelmann, schau mal, ich habe die Karte gefunden und da ist sogar jetzt was drauf. Stimmt, wie krass. Ja, oh mein Gott, das ist mega krass. Die führt hier irgendwie vom Piratenschiff weg, hier in den Wald. Da müssen wir hin, Doktor. Ja, oh mein Gott, ist ja mega krass. Aber was ist das hier denn? Das ist irgendwie wie so ein Monster mitten im Wald, oder? Oh nein, das ist so gruselig. Ja, ist ja mega krass. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, Vogelmann. Ja, aber wir müssen jetzt schnell zum Schatz. Ja, stimmt. Dann müssen wir jetzt hier hoch in den Wald. Oh mein Gott, zu diesem komischen Monster oder was es ist. Und hier ist noch ein Totenkopf. Aber hier muss irgendwo der Schatz vergraben sein. Aber was denkst du, was im Schatz drin ist? Ja, ich bin auch gespannt, was da drin ist. Lass uns direkt mal hochgehen, oder? Alles klar. Let's go in den Wald. So, und hier aus dem Gebüsch raus. Wow, ich darf nur nicht umfallen. Das ist mega wackelig hier. Naja, egal. Wir haben hier noch die Schatzkarte. Und das ist eigentlich der Weg hier hoch. Wir haben uns hier durchs Gestrüpp gekämpft. Und jetzt müssen wir nur noch diesen Weg hier hoch folgen und hier muss irgendwo der Schatz sein. So, ja, hier irgendwo muss sein, bei diesem Podest oder so, was es hier ist. Oh mein Gott, das ist ja mega krass. Ja, hier endet der Weg auch auf der Karte und hier muss es irgendwo sein. Aber Freunde, hier ist doch eigentlich nichts. Hier bei diesen Holzpfählen, nein. Vielleicht hier irgendwo, ich weiß es. Aber schaut mal hier, Freunde. Wow, das sieht so aus, als ob das eine Schatzkiste ist. Ja, das ist irgendwie ein Koffer. Der war hier mitten hinter so Gestrüpp versteckt. Ist ja mega krass. Der Schatzkartentrank hat es ja übel gebracht. Egal, machen wir den direkt mal auf. So. Und go. Und oh mein Gott, ja, sie hat sich entriegelt. Machen wir sie mal auf. Aber was ist das hier? Oh mein Gott, Freunde, in der Kiste ist einfach eine XOXO-Maske. Wie ist denn das möglich? Ja, okay, ich meine, es ist die XOXO-Insel, aber das ist nicht unsere. Unsere ist immer noch unten im Piratenschiff. Das habt ihr doch gesehen. Aber naja, egal. Hier ist noch mehr drin und schaut mal hier rein. Wow, Freunde. Das ist einfach ein mega schwerer Goldbarren. Wow. Und schaut mal, wie der funkelt. Aber gut, legen wir den erstmal hier hin. Okay. Und hier drin ist noch mehr. Irgendwie voll viel Geld. Mega viele 500er Scheine. Oh mein Gott, schaut mal, wie viele das sind, Freunde. Wir sind ja bald reich. Wow. Und hier ist noch was drin. Irgendein
Monstertrank, wow. Und der ist komplett grün, wie so Algen oder so. Ah, wie eklig. Okay, der sieht mega interessant aus. Ich würde sagen, wir nehmen den jetzt direkt mal mit nach Hause. Und da testen wir aus, was dann mit der XOXO-Maske passiert. Und das hier nehmen wir natürlich auch mit. Wir sind reich, wow. Dann würde ich sagen, nichts wie ins Hauptquartier, Freunde. Let's go, kommt mit.